Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir machen hier ein In-Between-Video, weil hier so viele Fragen aufgetaucht sind. Ja, was hast du und wie hast du? Und ja, ihr wisst ja, 2 Wochen lang konnte ich den Computer nicht gebrauchen, habe es aber dennoch nicht geschafft, Skyrim in Ruhe zu lassen, habe eben am Fernseher noch ein wenig gelevelt, aber nicht gespoilert und auch die Story nicht weiter vorangebracht. Gleich vorweg, Leute, ich habe weder einen Glitch ausgenutzt, noch habe ich irgendwas installiert, irgendeinen Patch, weil das geht auf der Xbox ja gar nicht, so viel ich weiß. Ich habe nur das gemacht, was das Spiel ja so und so zulässt, und wie ich dazu gekommen bin, das wird in diesem Video erklärt. Vorerst einmal schauen wir auf die Karte. Wir waren das letzte Mal ja so unterlevelt, nämlich in der Festung Amol hier. Waldheimer Mühle, na, die Amol, da genau. Da haben uns die Magier mit 2 Schüssen ja außer Gefecht gesetzt. Ja, das war extrem heftig. Wir hatten da eine Rüstung mit einem Wert zwischen 200 und 300 Gesundheitspunkten. Selbst waren wir auch nicht so gut unterwegs. Das war ja extrem schlimm, und da habe ich mir gedacht, wenn wir schon hier sind, dann machen wir doch gleich eine Level-Session. Wie ist das gegangen? Wir sind da zurück und haben da gleich einmal hier nach Waffen und Rüstungen gesucht. Das Schöne daran ist, ja, ich sag's euch gleich, da habe ich dann gefunden eine Ork-Armschiene des der verbesserten Alchemie, soweit ich mich erinnern kann. Ja, Tränke können um 22% besser erzeugt werden, wenn man die anhat. Ja, das hat mir ja zu denken gegeben, habe das gleich mal gekauft. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Ja, wir gehen da mal rein, ungestört drehen. Habe ich mir das gekauft, weil wir ja so und so alles entzaubern müssen, jeden Zauber mal, der auf einer Rüstung oder auf einem Schwert drauf ist, damit wir das dann auf unsere eigenen anwenden können. Da schaut das dann so aus. Ich habe da ja jetzt meine Schmiederüstung an. Wo ist denn das? Das ist nur zum Feilschen. Ja. Feilschen habe ich auch um 25% bessere Preise. Das mit dem Schlossknacken, das kapiere ich nicht ganz. Da war überhaupt nichts leichter. Egal, aber wir haben da eben da diese Rüstungen. Waffen und Rüstungen können um 22% verbessert werden. Magika regeneriert sich um 57%, weil auf diesen Rüstungssatz können wir nur Schmiedekunst anwenden. Aber Alchemie geht nämlich auf Helm, ja? Eben die Armschienen, den Helm, die Kette und den Ring. Also wenn wir das jetzt ausrüsten mal, ja, seht ihr, Wirksamkeit gebrauchter Tränke um 22%, Waffenrüstungen 22%, und das beim Helm funktioniert die Schmiedekunst nicht. Dafür haben wir ja dann die Rüstung, die Schuppenpanzerrüstung, ja. Silberhalskette und den Silberring, dort wollten wir eigentlich hin. Und wie ich darauf gekommen bin, eben bei dem Schmied haben wir eben diese Armschienen gefunden, die uns die Alchemie verbessern lässt. Und wie es der Teufel will, sind wir dann ja gleich einmal zur Alchemistin gegangen, und dort gab es auch einen Zaubertrank, der nämlich die Verzauberung verbessert, ja, und komischerweise auch einen Zaubertrank, der die Schmiedekunst verbessert. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, ja. Das wäre ja eine Endlosspirale nach oben, wenn wir da Rüstungen zusammenbauen, die bessere Alchemie machen, dann mit diesen Rüstungen einfach mal Zaubertränke machen, die noch bessere Rüstungen machen, und so weiter und so fort. Ich habe das dann auch probiert, aber bei mir regelt das Spiel bei 22% zurzeit ab. Weiß nicht warum, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass auch andere Kategorien auf 100% gelevelt werden müssen. Egal. Also, Nummer 1, ich habe die Armschienen gekauft, ja, und auch entzaubert. Dann habe ich mich auf Alchemie spezialisiert. Das war der nächste Punkt. Wir schauen da gleich einmal.
Wir machen dann ein besseres Bild. Wir schauen da gleich einmal zu den Fertigkeiten. Grundsätzlich, Leute, wichtig ist, wenn ihr eine super Rüstung wollt, ihr braucht Alchemie. Ja. Die ist mittlerweile auf 100 und ist echt schwierig zu leveln, weil man da viel machen muss. Ja. Man läuft dort von Händler zu Händler und sammelt Blumen und Tod und Teufel, was auch immer einem in die Hände kommt, und versucht einfach Rezepte zu brauen. Und mit einem gefundenen Rezept kann man dann schon aufsteigen. Irgendwann einmal ab einer gewissen Fertigkeit geht das recht rasch, da kann man dann auch gut Geld damit verdienen, weil Redekunst auch wichtig ist. Da habe ich leider zu wenig Perk gesetzt, Feilschen nur 2 von 5. Und Verführen habe ich dazu genommen, das sind 10%, ist auch nicht schlecht, und mehr ist sich da nicht ausgegangen. Wenn man das richtig macht und schnell leveln will, sollte man zuerst Redekunst und Alchemie zusammen mit Schmiedekunst machen. Ja? Wo ist denn die Schmiedekunst? Schmiedekunst 100, seht ihr. Schmiedekunst ist auch wichtig, damit wir eben gute Rüstungswerte draufkriegen. Ja, Schmiedekunst und so weiter. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir da einen Pfad, entweder den rechten oder den linken, vollenden bis zur Drachenrüstung. Ich habe mich dann schlau gemacht. Ja, es funktioniert wahrscheinlich, wenn wir da die rechte Seite vollends leveln mit den Perks. Aber wie gesagt, Schmiedekunst 100, damit man einen guten Rüstungswert bekommt. Und Verzauberung ist auch wichtig, eben da 5 von 5 verständiger Verzauberer, Verzauberungsschub. Und was zum Schluss extrem cool kommt, ist der Zusatzeffekt. Da kann man dann eben 2 Effekte auf einen Rüstungsgegenstand wirken lassen. Ja, das ist dann die ultimative Ruhe, ja. Wie gesagt, ich habe mich schlau gemacht, es gibt da Leute, die haben da bei den Schienen, ich glaube 29 oder 32% Wirkung drauf, oder ja, zumindest der Wert steigt höher, wenn wir irgendwas noch leveln. Also ganz genau weiß ich jetzt nicht, ich werde alles probieren. Aber ich kann euch einmal zeigen, wie es dann eine vollwertige Rüstung bei mir ausschaut. Ich habe da eine Zerstörungsrüstung angelegt. Die ist eben, ja, legen wir das an. Makrek Wiederherstellung, Makrek Zerstörung. Das ist die Ork-Rüstung, die ich habe. Ja. Das können wir, ja, das sind die Armschienen. Ja, die legen wir einfach an. Ja, die Feuerresistenz, Einhandstiefelwaffe. Ja, wir sind ja anfällig, wir sind ja nur resistent zu 50% als Nordgänger Eis, und Feuer habe ich da gleich einmal auf die Schuhe gewirkt, damit wir da so zur Hälfte auch noch resistent sind. Ich habe dazu auch noch gleich 2 Schilder gemacht, da eines gegen Blitz und Magika und eines gegen eben Feuer und Frost. Also mehr als 85% Resistenz geht sich ja überhaupt nicht aus. Also wenn wir das ausrüsten, sind wir so gut wie eben bestens geschützt gegen Feuer und Frost. Dann haben wir noch den Wiederherstellungs- und den Makrek-Zerstörungsring. Den rüsten wir aus. Und wir haben dann noch eine Kette Wiederherstellung und Zerstörung. Ja, das rüsten wir auch aus. So, und dann kann ich euch, glaube ich, zeigen, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, wir können da jetzt Zerstörungszauber wirken, ohne dass wir Magika brauchen. Das ist eine Nullcaster Zerstörungsrobe, ja. Wir werden da ein... Seht ihr, da unten entsteht überhaupt kein Balken mehr. Und warum das so ist, ja, und dort wollen wir hin, ich zeige euch dann wie. Wir schauen da gleich einmal nach. Sorry, falsche Seite. Wir haben da die aktiven Effekte, das heißt Zerstörung verstärken. 4-mal nämlich. Die Magika regeneriert. Zerstörung wird 28% weniger verbraucht. Ja? Und das 4-mal. Und dann haben wir noch die Magika Regeneration. Das geht auch nur 3-mal. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Kopf oder ein Panzer ist, also die Rüstung,
Ring und Kopfring und Panzer, ja. Schauen wir, Rüstung, Helm und Rüstung, Helm. Was ist da jetzt? Aha. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt so ist. Ja. Da haben wir zweimal Rüstung. Haben wir das falsch geschrieben? Das ist die Rüstung. Eins ist der Helm und zwei ist auch Rüstung. Wir schauen gleich einmal nach, weil vielleicht habe ich mich da ein wenig vertippt. Wiederherstellung, die Makrek, den Ring geht es, jawohl. Dann die Makrek-Generation auf der Rüstung und die Makrek-Generation auf dem Helm. Ja, Helm, Rüstung und Ring, das sind die drei Sachen, die da gehen. Warum da jetzt was anders gestanden ist, schaue ich gleich mal nach. Ja, die Rüstung stimmt, der Helm stimmt auch. Und was ist jetzt mit dem Ring? Zerstörungsring, ja, passt ja eh. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt verlesen habe. Schau gleich nochmal nach, aktive Effekt. Das ist die Rüstung, das ist der Helm. Und noch einmal die Rüstung. Aha. Ja, egal. Irgendwas backt da anscheinend. Zweimal Rüstung, das kann nicht sein. Egal. Gut so, dort wollen wir hin und ich habe dann auch eine Wiederherstellungsrobe gemacht. Das heißt, eine Rüstung, das ist die Ebenerzrüstung, wobei wir dann auch keine Magika brauchen für die Wiederherstellungszauber. Das ist so eine Defensivrüstung, die ist ja extrem cool für mich. Ja? Also 1 ist immer Kopf, 2 ist Rüstung, 3 ist die Hand, 4 sind die Füße, 5, damit ihr euch da auskennt. 5 sind die Schilder und 6 Ring und 7 sind die Ketten. Also wir haben den Ring, Makrek und Wiederherstellungsring und dann haben wir da noch Wiederherstellung und Einhand oder Wiederherstellung, Zerstörung, eins von beiden. Wenn wir in Nahkampf gehen oder so, dass da ein wenig auch gelevelt wird, dass wir da weniger brauchen. Und jetzt schauen wir, was haben wir da? Extremen Verbrauch, nehmen wir einfach mal die Heilung her. Ja, wir können da jetzt mal heilen, nehme ich an, wenn ich das richtig gemacht habe. Dann seht ihr da auch keinen Balken. Ich heile mal, heile mal. Lauf. Da verbrauchen wir auch keine Magika. Ja? Und das ist eigentlich dort, wo ich hin wollte. Wusste nicht, dass das so funktioniert, dass wir dann wirklich keine Magika verbrauchen. Ich habe gedacht, wir verbrauchen nur weniger. Aber ja, extrem cool finde ich. Ja? Haben wir geschafft. Ja, gut. Ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und sammle mich und schaue mal, dass wir da ein wenig Ordnung reinbringen in das Video. Eine kurze Pause.